Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Outfit-Glitch und zeige ich euch, wie ihr jedes Outfit vom CEO bzw. MC-Präsident euch abspeichern könnt. Und das Ganze sogar solo! Und wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich übelst freuen, den fetten Daumen noch umgeben könntet. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Glitches. Also ich muss sagen, kommen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, klar, ihr müsst CEO bzw. MC-Präsident werden. Und außerdem braucht ihr das neueste U-Boot in GTA Online, und zwar die Konsaka, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Und das war's auch schon, Leute. Das bedeutet, wir können jetzt direkt anfangen. Und zwar seid ihr jetzt in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Und zwar seid ihr jetzt in euren U-Boot. Und zwar an dieser Stelle, wo ich hier stehe, wo euer Mini-U-Boot bzw. euer Fahrzeug steht, wenn ihr das solche dazu gekauft habt. Und zwar gehen wir jetzt zur Taucherausrüstung. Ihr seht es schon auf der Minimap, aber ihr seht es auch jetzt hier. Da steht es nämlich auch oben links, dass wir jetzt nämlich die rechte Pfeiltaste drücken können, und zwar die Taucherausrüstung anzuziehen. Und Leute, wenn ihr diese Meldung habt, müsst euer Charakter genauso stehen bleiben, bis dieser Glitch vorbei ist. Das ist wirklich ganz wichtig, Leute, denn jetzt öffnet ihr das Interaktionsmenü, geht zu CEO oder MC-Präsident. In meinem Fall mache ich das hier im ersten Durchlauf als CEO-Präsident. Wenn ihr euch jetzt als CEO registriert habt, dann geht ihr wieder ins Interaktionsmenü, geht ins CEO-Interaktionsmenü und geht dann auf Verwalten und wählt dann euer Stil aus, beziehungsweise euer Outfit aus, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall habe ich mir jetzt diese Schutzweste jetzt rausgesucht, die ich mir abspeichern möchte. Und Leute, jetzt schließt ihr euer Interaktionsmenü, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, sodass ihr eure Taucheranzüge anzieht. Und jetzt, Leute, ganz einfach, geht ihr wieder ins Interaktionsmenü, geht ins CEO-Menü und jetzt löst ihr euer CEO auf. Und Leute, es passiert jetzt Folgendes. Ihr habt wieder eure normale Kleidung an. Aber hier steht oben links, dass ihr die Taucherausrüstung ausziehen könnt. Und wenn ihr jetzt die rechte Pfeiltaste drückt, it's magic, Leute. Habt ihr auf einmal das CEO-Outfit an, seid aber nicht mehr CEO. Das bedeutet, ihr könnt das Outfit jetzt einfach abspeichern. Und zwar geht ihr jetzt einfach zur Kabine. Ich weiß, das muss man im U-Boot ein bisschen suchen. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, um das in diesem U-Boot zu finden. Aber es gibt in diesem U-Boot eine Stelle, wo ihr eure Outfits abspeichern könnt. Und zwar ist es hier in dieser Schlafkabine in der Nähe von der Küche, wenn ich das sagt. Und zwar müsst ihr jetzt einfach die rechte Pfeiltaste drücken und dann Viereck drücken, um das Outfit abzuspeichern. Und ja, das war's schon. Und das war auch schon die ganze Magie hinter diesem Glitch, Leute. Ich kann es auch nochmal in Schnelldurchlauf zeigen mit MC-Präsident, dass ihr auch seht, dass es auch wirklich für beide Varianten geht. Und zwar steht jetzt hier wieder davor, habe mich jetzt als MC-Präsident registriert, habe mir dann jetzt auch zugleich ein Biker-Outfit rausgesucht, wo ich gesagt habe, ey, sieht eigentlich ganz gut aus. Habe dann jetzt auch meine Taucherausrüstung angezogen, habe MC-Präsident wieder aufgelöst, habe dann meine Taucherausrüstung wieder abgelegt und zack, bumm, habe ich wieder mein Biker-Outfit an und das kann ich jetzt auch abspeichern. Und Leute, dieser Glitch geht wirklich so schnell und ist so krass einfach. Damit könnt ihr wirklich in kürzester Zeit alle geilen Outfits abspeichern, die ihr haben wollt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann lasst doch mal ein Like da. Aber ich würde mal sagen, ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.